So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to World Cup und ja, wir starten sozusagen in eine neue Staffel, denn heute geht es los mit der Road to World Cup und zwar mit der Konföderation von Afrika. Im Hintergrund wird jetzt das Team aufgebaut, in Yama beispielsweise im Tor, in Verteidigung Matip und Bamba bilden die. Wir spielen also übrigens wie 1-2-1-2, hat sich einfach so von den Spielern am besten ergeben. Wir sehen es einfach nochmal gerade im Hintergrund und während ihr das gerade seht, sage ich jetzt schon mal im Voraus, der Gewinner vom Giveaway, das ich ja gesagt habe, wenn wir gewinnen, gibt es halt 50k, wenn wir ins Halbfinale kommen, 25 ins Viertelfinale 15, ins Achtelfinale 7,5 und wenn wir Gruppenphase ausscheiden, schon 5k. Ja, das Giveaway beim Finale, weil wir es halt gewonnen haben und der Gewinner war Jonas Delm, also TGBZUI. Ja, TGBZUI. Ich adde dich heute noch bei PSN, dann kriegst du deine 50k, weil wir halt gewonnen haben. Und wir sind schon im Hintergrund unser gutes afrikanisches Team. Und ja, ich werde das mit dem Gewinnspiel ab sofort etwas abwandeln, denn in der ersten Folge der jeweiligen Road to World Cup, je nach Konföderation, schreibt ihr mir am besten ja vor dem Spiel in die Kommentare, wie weit ihr denkt, dass ich denn komme. Und wenn wir dann halt so weit kommen, gucke ich in die Kommentare von der ersten Folge. Und je nachdem, wer recht hatte, also unter all denen, die recht hatten, wie weit wir kommen. Also wenn man sagt, wir kommen ins Halbfinale und scheiden dann im Halbfinale oder verlieren das Finale aus, ja, ist so. Also schreibt einfach, wie weit ich komme, schreibt einfach in die Kommentare. Und ja, wer halt dann recht hatte, hatte dann recht und bekommt dann die Coins. Und während ich das sage, führen wir schon 1-0 durch Samuel Eto'o. Jetzt sind natürlich die Chancen rein theoretisch gestiegen, dass wir nicht in der Gruppenphase ausscheiden, was aber noch alles möglich ist. Deswegen lasst euch davon, ja, nicht beeinflussen, sage ich mal. Also jedenfalls, das Giveaway ist jetzt anders gemacht. Das Giveaway ist jetzt anders. Einfach so. Also ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie weit ihr denkt, dass ich komme. Also wir kommen mit der jeweiligen Konfiguration. Und wer dann recht hatte, hat dann die Chance, ja, die jeweiligen Coins auch zu gewinnen. Und was gibt's da noch sozusagen? Ich will heute mal ein bisschen über die WM reden. Denn die Gruppenphase ist ja meistens nicht so interessant, deswegen ja, mache ich heute mal ein bisschen so Off-Thema. Klingt logisch. Klingt jetzt einfach mal logisch. Und zwar WM. Heute haben wir den 16. Ganz neuer Monat. Und zwar ist es das der Frembemba. Oh Gott, endlich müsste ich jetzt schon wieder mich schlagen und köpfen alles. Nein. 17.06. Mann, okay. Und heute spielt Belgien gegen Algerien. Brasilien gegen Mexiko und auch noch, müsste eigentlich sein, Südkorea, genau, gegen, wer war noch in der Gruppe, Russland, genau, Russland. Und ja, heute kommt dann mein Geheimfavorit Belgien, also nicht nur mein Geheimfavorit, sondern ein allgemeiner Geheimfavorit, ja, zum ersten Mal in Erscheinung, und zwar Belgien. Ja, ich bin Belgien-Fan, ich mag Belgien, die haben extrem viele Spieler, die ich auch persönlich sehr mag, die haben die Pommes erfunden, noch ein Grund, sie zu lieben, und ja, ich bin dann ehrlich mal gesagt, natürlich bin ich auch irgendwie für Deutschland, weil ja, Stimmung in Deutschland soll mal immer ganz gut sein. Kann ja nicht schaden, eine positive Stimmung im Land zu haben, auch wenn es nur durch eine WM ist, es jetzt wieder voll politisch wird und so, deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen. Denn wir haben ja gestern 4-0, meiner Ansicht nach überraschend, gegen Portugal gewonnen. Ich habe nicht gedacht, dass wir echt so gut spielen. Unsere Defensive war echt hammergeil. Ronaldo hat nichts geschissen gekriegt, war auch ein bisschen verletzt, aber das ist eigentlich keine Ausrede. Also hat unsere, ja, eigentliche Viererkette, die alle Innenverteidiger waren, das recht gut gelöst. Und unser Angriff war bis auf Özil auch stark. Ich fand Özil mal wieder grottenschlecht. Ich habe geschrien, als ich gesehen habe, dass er spielen soll. Warum er da nicht Schürrle von Anfang an oder Lukas Podolski von Anfang an hat spielen lassen, ja, weiß ich nicht. Götze hat auf jeden Fall extrem stark gespielt, also großes Lob an Götze von mir. Müller natürlich mit dem Hattrick, kann man nichts gegen sagen. Hat mal wieder rumgemüllert, wie das nur geht, hat jetzt in 7 WM-Spielen 8 Tore geschossen. Das muss ich mir erstmal nachmachen. Ich fand es schade, dass Klose nicht gespielt hat, weil ich auch einfach ein absoluter Klose-Sympathisant bin. Und ja, ich möchte, dass der jetzt 2 Tore diese WM noch schießt, damit er Ronaldos, ja, Rekord für alle WM-Tore ever gebrochen hat und dann noch 5 Spiele spielt, damit er dann auch noch alle meisten WM-Spiele aller Zeiten haben wird. Ja, so ungefähr. Dann hat Klose ein paar Rekorde, dann bin ich auch zufrieden, dann kann Klose auch endlich in Ruhestand gehen, ist ja auch schon 36, glaube ich. Und dann hat er seinen lebensendigen Urlaub auch verdient. Deswegen, ja, ich möchte eigentlich so, meine Wunschaufstellung wäre gewesen, Neuer, dann Boateng, Hummels, Mertesacker, Höwedes haben das perfekt gemacht, also kann ich nicht drum rum da rumzumeckern. Dann Khedira als Sechser fand ich auch extrem stark, obwohl er auch diese eine Chance auf freie Tor einfach mal wirklich verballert hat wie sonst was. Und da wollen wir nicht vorwerfen, der ist halt ein Sechser und der hat auch
keine Ahnung, ein Schuss wie ein Pferd und auch die Präzision von einem Fisch. Wenn dieser Vergleich jetzt irgendwie hinkommt. 6er Lahm, ich bin kein Lahm-Fan, tut mir leid. Lahm, unser Kapitän, ich mag den nicht. Ich mag den persönlich nicht, ich mag den spielerisch nicht so wirklich. Ich mag sogar seinen Laufstil nicht, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen, der geht immer so gebückt und der ist schon so klein, deswegen verstehe ich es nicht. Nein, ich mag Philipp Lahm einfach von den Spielanlagen nicht so sehr. Da hätte ich lieber Schweinsteiger neben Kedira gesehen. Ja, und dann halt Götze hat Mitte gespielt. Nee, Götze hat so mit Özil versucht, so beide falsche Neun zu spielen, glaube ich. Müller hätte ich gerne auf rechts, an Götze in der Mitte und über links halt Podolski oder Schüle, das ist mir dann scheißegal. Und im Sturm hätte ich gerne Miroslav Klose, halt wegen den Rekorden. Aber es hat bis auf Özil hat auch das Konzept von ja, Joachim Löw ganz gut funktioniert. Ja, und einen neuen Trainer hätte ich auch gerne. Er hat das gut gemacht, kann man jetzt gerne mal endlich nicht mal gegen Joachim Löw so richtig böse sein. Aber ich mag den auch so nicht so richtig. Aber es soll nicht das Thema sein. Menge schon dazu gesagt, sind mein Geheimfavorit. Ich würde denen das total gönnen, dass sie die WM gewinnen, ehrlich gesagt. Das wäre nicht mal so nicht so typisch, so oh, Brasilien, England, Spanien. Na, okay, also nicht. Ich würde mal so gerne so eine Außenseiter. So ein Außenseiter als Weltmeister wäre schon ziemlich geil. Und wie gesagt, ich mag Belgien. Deswegen würde ich denen das gönnen. Noch was, Brasilien spielt heute. Ja, die haben ja einen ja, sehr schmeichelhaften Start in die WM gehabt. 3:1 gegen Kroatien war halt wirklich mehr geschenkt als selbst erarbeitet. War auch kein schönes Spiel. Aber ich mag Brasilien halt trotzdem. Die sollen schon bald kommen in ihrer Heim-WM. Sogar ins Finale. Ist auf der ersten Gruppenhälfte juckt mich da nicht wirklich viel. Also können ruhig da Brasilien ins Finale kommen. Was noch so wichtig, ja. Dann Belgien gegen Deutschland. Ich hoffe, dass die im Viertelfinale aufeinandertreffen. Weil ich gehe davon aus, dass Deutschland Erster wird und dass Belgien Erster wird. Deswegen, ja. Da muss ich sagen, wäre ich sogar unparteiisch. Da drücke ich einfach mal für beide Mannschaften die Daumen. Weil ich es Belgien wirklich gönnen würde. Ich gönne es denen. Also nicht gegen Flame, du hast Deutschland. Nein, ich bin auch irgendwie irgendwo für Deutschland. Aber Belgien wäre cool. Gibt's zu, Leute. Es wäre cool. Es wäre richtig cool, wenn Belgien die WM holen würde. Und Belgien gegen Brasilien wäre doch mal ein interessantes WM-Finale 2014. Noch was. USA, Ghana sind ja auch in der deutschen Gruppe. USA hat, finde ich, solide gespielt. Ja, hatten halt nach 30 Sekunden im Prinzip schon die Führung. Dann musste Ghana kommen und dann haben die den Ausgleich gemacht, endlich nach 80 Minuten. Und dann, ja, kurze Zeit später hat Brooks sich gedacht, nö, war jetzt umsonst, wir gehen wieder in Führung. Ich mag USA, finde ich auch sympathisch, sollen auch gerne weiterkommen. Portugal, ich mag Ronaldo. Ich bin jetzt aber auch kein Ronaldo-Fan. Beim Messi-Kampf zwischen Messi und Ronaldo bin ich da auch eigentlich eher unparteiisch als alles andere. Ich bin eigentlich gerne der sich irgendwie so aus Streitigkeiten raushält, merkt er schon. Deswegen würde ich den Amerikanern da auch gönnen, dass sie weiterkommen. Ich mag da auch viele Spieler von. Clint Dempsey beispielsweise, der auch die Führung gemacht hat. Brooks mag ich auch. Howard mag ich. Viele Spieler, die ich mag. Wirklich viele Spieler, die ich mag. Landon Donovan mag ich auch. Anthony Brooks. Fabian Johnson mag ich auch. Also viele Spieler wirklich, die ich mag. Jermaine Jones mag ich auch noch, by the way. Und ja, deswegen würde ich den Amerikanern das auch gönnen. Noch irgendwelche Überraschungen. Natürlich, Niederlande gegen Spanien. Da komme ich gar nicht drum rum, um darauf einzugehen. Ja, Niederlande haben die Eiskette auseinandergenommen. Also im Prinzip Rom und Van Persie haben die einfach zerstört. Da kannten die nix. Spanien hat auch teilweise phasenweise scheiße. Ja, am Anfang waren die gut, haben dann diesen auch schmeichelhaften Elfmeter gekriegt. Da ist da eigentlich Diego Costa eher de Freich draufgesprungen auf einen Schuh und dann ist er halt da weggerutscht. Egal. In der ersten Situation habe ich es auch nicht so gesehen. Ja, generell über die Schiedsrichterleistung, da könnte ich ein 20-Minuten-Video bis jetzt führen. Ist jetzt solider geworden. Longshot, wollte hängen, by the way. Ist jetzt so, die Schiedsrichterleistung ist solider geworden. Am Anfang war die natürlich grottenschlecht in den ersten 2-3 Tagen. Bester war sogar Felix Brich, würde ich sagen, der Deutsche. Kein Thema. Was hat er nochmal gepfiffen? Argentinien, Bosnien-Herzegowina? Hat er das gepfiffen? Ich weiß es nicht. Scheiße. Sorry. Tut mir leid. Aber jedenfalls sonst die Schiedsrichterleistung absolut grottenschlecht und ja. Es wird jetzt besser. Ich hoffe, die tolle Technik hatte beim Frankreich-Spiel ja auch sogar ihr Debüt der Nützlichkeit. Ja, Frankreich war auch gut. War auch gut dabei von Benzema an sich. Aber da gehe ich dann in anderen Videos mal richtig drauf ein. Wir sind erstmal bei Afrika. Wir haben jetzt die Gruppenphase mit 3 Siegen solide geschafft. Also alle, die Gruppenphase getippt haben und dass wir so weit kommen, haben jetzt leider schon verloren. Tut mir leid an euch. Bald geht's dann weiter. Übermorgen wahrscheinlich hier mit der nächsten Folge der Road to World Cup. Wir öffnen jetzt nochmal im Hintergrund 3 Packs und da haben wir nicht wirklich viel Gutes dabei.
Und ja, dann sage ich erstmal vorübergehend zumindest ciao, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bei den Spielen Belgien, Algerien und Brasilien und den anderen Russen da. Und ja, wünsche ich noch wirklich einen wirklich noch einen wunderschönen Tag. Und ich sage vorübergehend zumindest, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis zum Achtelfinale mit Afrika. Ja, ciao.